Also ein besonderes Erlebnis für mich war der Champion des Jahres letztes Jahr in Spanien, wo die stärksten Athleten aus Deutschland eingeladen werden für eine Woche voll von Spaß, Aktivität und Miteinander. Und dort in dieser kleinen Reihe dann zum Champion des Jahres gewählt zu werden, war für mich ja ein Riesenerfolg in der Hinsicht, dass man eben die Sportler auch als Menschen sieht. Und ich dort nicht aufgrund, natürlich auch aufgrund meiner olympischen Medaille gewählt wurde, aber dort eben die Farbe nicht so entscheidend war, sondern es kommt auch darauf an, wie man sich als Person gibt, was man eben in den Sport reinsteckt. Und das wissen die Sportler, denke ich, am besten. Und das war für mich ein sehr besonderer Moment.